Wertschätzung, dieses Ansehen oder gesehen werden vor allem erstmal, das ja immer das war, wovon wir jahrelang zuvor immer wieder gesprochen haben. Und klar, das ist dann natürlich gefühlt fast nur auf meine Person dann bezogen war, das fand ich, habe ich ja des Öfteren auch schon immer wieder betont, ein bisschen übertrieben, was in dem Sinne natürlich den Schatten hervorgerufen hat, dass ich schon sagen muss, ich glaube, das habe ich in der Doku auch ein Stück weit schon gesagt, dass es gefühlt Privatleben nicht mehr so wirklich gibt. Du wirst immer bewertet, ohne dass die Menschen irgendwelche Hintergründe kennen, sehen oder Sonstiges. Man wirklich auch erkannt wird, immer wieder angesprochen wird und man eigentlich ja mal gerne abschalten möchte von diesem ganzen Trubel und Fußball. Und das muss man einfach lernen, auch damit umzugehen. Mal ist es mir besser gelungen, mal ist es mir schlechter gelungen. Das, glaube ich, kann ich auch nicht leugnen. Aber ich glaube, man muss uns, egal jetzt, ob wir Spielerinnen, aber ich auch in Richtung Männerbereich, ja dann auch einfach mal sehen, hey, es sind am Ende auch noch Menschen, Privatmenschen. Und wenn die dann auch mal unterwegs sind, dann ist es, glaube ich, auch mal nicht verkehrt, die Leute auch mal in Ruhe zu lassen.